Und ich würde mal sagen, so die ersten Aufnahmen, wo wir wirklich richtig, richtig selber davon beim Anhören begeistert waren und gesagt haben, wow, das war jetzt irgendwie eine super, super Jam. Da haben wir dann irgendwann gesagt, ja, jetzt bräuchten wir ja mal eigentlich einen schönen Projektnamen. Dann eben haben wir festgestellt, dass wir brauchen uns ja eigentlich, wir brauchen ja eigentlich gar nichts mehr zu machen, außer zu jammen. Wir haben uns das angehört, haben uns an diesen Aufnahmen erfreut, haben schöne Covers gemacht dann für diese Jam-Sessions. Im Farbdrucker irgendwie irgendwelche Bilder, teilweise irgendwas wahllos aus dem Internet gezogen und mit Photoshop verfremdet. Das waren dann unsere Plattencover. Das sind Platten, die nie wirklich veröffentlicht wurden. Die haben wir vielleicht mal unseren besten Freunden vorgespielt, die oft auch noch wenig Verständnis dafür hatten, weil das teilweise, das waren dann teilweise 20 Minuten lange Klangflächen, Gitarren und wir haben uns da so aneinander entlang gehangelt musikalisch. Da war nichts geplant. Ich fand die beiden Jungen sehr sehr, sehr schwierig für mich, weil einer von denen ist sehr unordnungsmäßig und einer von denen ist sehr, sehr, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll, aber ist sehr schwierig auf jeden Fall. Live sind wir eine Band, im Studio sind wir ein Projekt, wo im Prinzip einfach drauf losproduziert wird und dann Musiker quasi dazu was spielen. Die haben da ganz eigentlich jede Freiheit, die sollen einfach machen, wo sie Lust drauf haben. Und dann wird das von uns so zusammen gebastelt, dass das in sich stimmig ist. Mittlerweile schon irgendwo Kraut, irgendwas mit Kraut, würde ich sagen. Neokraut. Neokraut, ja. Neokraut. Mein erstes Erfahrung war bei dem Kick, war, ich muss mich erstmal mit dem Drachenkostüm oder so wie Godzilla. Und nachdem ich muss auch dann halt schminken. Neumeier ist
auf dem kommenden Studioalbum vertreten. In einigen Tracks an Percussions und am Chaoscillator. Also er steuert Soundeffekte bei und ja, wie gesagt Percussion. Ja, aber du musst ja immer, du machst so, hey, yeah! Ich kann nur... Oh, yeah! Was denkst du, warum ich diese scheiß Synth-Sounds benutze? Erstmal Intro und dann... Und dann Break und dann nochmal dieses Teil von, zweiten Teil von dem First Note und dann Space Jam. Tjana, Quattro Stationen. Wir sehen ganz bald aus Iranium. Aus Iran, und Stahl. Yeah!
Thank you.